Schmetterlinge beschäftigen mich seit 50 Jahren und ich würde sagen, das sind eigentlich meine Wappentiere. Und was mich an den Schmetterlingen so wahnsinnig fasziniert, ist deren Metamorphose, die Geschichte, die immer neue Verwandlungen aus einer scheinbar grünen Raupe in etwas unfassbar Schönes, in etwas wahnsinnig Buntes. Und ich verdanke den Schmetterlingen eigentlich zum Teil meine schönsten Erinnerungen als Mensch, als Kind, weil ich durch viele Gestrüppe, durch viele Landschaften gelaufen bin, auf der Suche nach Schmetterlingen. Und einen seltenen Schmetterling zu entdecken, war für mich ein irdisches Glück. In all meinen Romanen flattert's. Also ich bin sozusagen ein Schmetterlings-, ein Falternarr und habe in allen Schmetterlingen, mein erster Roman hieß Tod eines Eisvogels. Da geht es tatsächlich um einen Falter und eine junge Frau, deren Lebensgeschichten ich sozusagen in ihrem Glück und in ihrem Scheitern paraphrasiere, zusammenschneide. Und jetzt hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, sozusagen ganz rein über Schmetterlinge zu schreiben, fernab der Erzählung, fernab der Belletristik, wobei ich natürlich kleine Geschichten einschmuggele. Aber es ist eine totale, eine Großansicht sozusagen, das Schmetterlingswesen mit all den Geheimnissen, den Schönheiten, den Verwandlungen. Und ich entführe den Leser, glaube ich, in eine faszinierende Welt. Das Konzept meines Buches ist, dass ich mir erlaubt habe, ein Jahr lang hinter besonderen Schmetterlingen herzufahren. Also ich bin auf Spurensuche, ich verfolge die in ihre Lebensräume, stöbere die auf, spüre die auf und suche sozusagen den stummen Dialog mit ihnen. Und was der Leser erfahren wird und erleben wird, ist sozusagen meine Begegnung mit diesen Schmetterlingen. Und man wird erleben, wie ich mit Schmetterlingen spiele. Ich werde ihre Tricks zeigen, ihre Verführungskünste, ihre Versteckkünste und hoffe, den Leser in eine Welt der wahnsinnigen Schönheit zu entführen. Also die Auseinandersetzung mit Schmetterlingen ist bei mir nicht nur die Beobachtung und die Beschreibung, sondern viele, viele Falter, die ich noch in meiner Kindheit gesehen habe, existieren gar nicht mehr. Die sind verschwunden. Und ich züchte seit vielen Jahren, ich bin viele, viele Stunden, tausende von Stunden durch Wälder gelaufen, um Raupen zu finden. Und mittlerweile bekomme ich die von einem befreundeten Züchter, die Eier, und züchte die und entwickle die bis zum Schluss und lasse sie dann sozusagen in den Kölner Himmel aufsteigen, um die Bestände zu sichern und auch vielen Kindern sozusagen Schmetterlinge zu zeigen, die sie nur noch aus Büchern kennen. Und bei mir kann man die sozusagen dann tatsächlich sehen.